Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die KWK, die Kraft-Wärme-Kopplung. Was ist das eigentlich, wie wird das so gefördert und was sind so die weiteren Rahmenbedingungen da herum? KWK ist das Prinzip, in welchem gleichzeitig Strom, also Kraft, und auch Wärme erzeugt wird, und zwar in einem Kraftwerk. Klassischerweise war es ja so, dass in einem Kraftwerk irgendein Brennstoff verbrannt wurde, dadurch ist eine gewisse Hitze entstanden und dann hat ein entstandener Dampf eine Turbine angetrieben und dadurch ist dann Strom in dem Generator erzeugt worden. Die Wärme, die dabei oder die Hitze, die dabei entstanden ist, die ist als Abwärme schlussendlich an die Umwelt abgegeben worden oder wurde eben für den gesamten Erhitzungsprozess weiter genutzt. Aber sie wurden eben nicht weiter im Sinne von Fernwärme oder Ähnlichem tatsächlich auch an den Endkunden gebracht. Beim Prinzip der KWK, der Kraft-Wärme-Kopplung, wird beides gleichzeitig erzeugt und eben auch an den Endkunden gebracht. Das heißt, aus dem Kraftwerk kommt Strom, es kommt aber auch Wärme. Im Sinne von Nah- oder Fernwärme, in dem zum Beispiel ein Wohnquartier versorgt wird, oder eben auch im Sinne von Prozesswärme, in welchem nahegelegene Gewerbebetriebe oder das Kraftwerk selbst für seine weiteren Prozesse die Wärme nutzen kann. Die Definition und alle weiteren Rahmenbedingungen der Kraft-Wärme-Kopplung werden im KWKG, im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, dargestellt. Dieses ist erstmals 2002 in Kraft getreten und hatte eine sehr, und zwar die letzte sehr umfassende Novellierung Anfang 2016 erfahren. Die letzte Anpassung gab es in diesem Jahr Mitte 2019 nochmal. In diesem wird also beschrieben, dass dieses KWKG den Sinn hat, die Nettostromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu erhöhen, um schlussendlich Energie einzusparen und Umweltschutz und Klimaschutz weiter voranzutreiben. Der Sinn von dem Ganzen ist nämlich, dass man dadurch, dass man gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt, weniger davon separat erzeugen muss. Das heißt, Brennstoff wird eingespart, indem man eben beides, weil beides gleichzeitig entsteht, auch beides gleichzeitig verkauft. Und damit kann man eben schlussendlich weniger Brennstoff verbrauchen, höhere Energieeffizienz umsetzen und damit schlussendlich auch die Energiewende weiter vorantreiben. Im Sinne dieses Gesetzes werden dann also alle Anlagen, die in die Definition von Kraft-Wärme-Kopplung fallen, gefördert. Diese Förderung geschieht aus einem Fördertopf, in welchen wiederum eingezahlt wird über eine bundesweite Umlage, die in allen Stromrechnungen zu finden ist, die KWK-Umlage. Die ist genauso zu verstehen wie die EEG-Umlage und wird eben auf jede Stromrechnung umgelegt. Von jedem Kunden wird damit ein bisschen Geld eingesammelt. Das wird in den gesamten Fördertopf eingezahlt und damit kann dann schlussendlich die Förderung für die einzelnen Anlagen geschehen. Diese KWK-Umlage hat sich jedes Jahr verändert, das kann man sehr gut online nachschlagen. Habe ich auch schon mal in unseren Videos zur Netznutzungsabrechnung und zur Stromrechnung ein bisschen genauer dargestellt. Gleichzeitig genießt der Strom aus den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einen Einspeisevorrang. Genauso wie eben auch Strom aus erneuerbaren Energieanlagen gibt es hier die klare Regelung, dass eben Strom, der aus diesen Anlagen kommt, gegenüber allen anderen Varianten, gegenüber allen anderen Kraftwerken vorrangig abzunehmen ist. Das heißt, die Stromnetzbetreiber müssen die Anlagen, die auf dem Prinzip von KWK basieren, genauso wie die Anlagen, die auf dem Prinzip des EEGs basieren, vorrangig entgegennehmen und dementsprechend haben die eine höherwertige Sicherheit, dass sie auf jeden Fall ihren produzierten Strom verkaufen können. Eine ganz hohe Bedeutung hat diese ganze Regelung für die sogenannten Blockheizkraftwerke. Die BHKWs sind eben die kleineren Varianten von klassischen Kraftwerken, können als Mini-BHKW sogar im Keller stehen, da sind die nicht größer als eine Waschmaschine und sind eben genau dafür geeignet, um eine gewisse, ja zum Beispiel Wohnquartierssituation, um einen Gewerbebetrieb oder ein Mehrfamilienhaus sehr effizient zu versorgen. Ganz klassisch mit zum Beispiel Holzpellets oder eben auch mit einer Brennstoffzelle kann so eine BHKW angetrieben werden und die werden eben auch explizit über dieses KWKG gefördert. Alle größeren Anlagen, also ab 1 Megawatt bis 50 Megawatt Leistung, die werden nur dann gefördert, wenn sie im Rahmen von Ausschreibungen, die die Bundesnetzagentur eingeführt hat, eben auch einen Zuschlag bekommen haben. Das heißt, wenn die diesen Zuschlag nicht bekommen, dann müssen sie aus ihrem eigenen Betrieb heraus sich refinanzieren. Das heißt, sie müssen am Strommarkt, am Wärmemarkt schlussendlich genügend Geld reinbringen. Alle Anlagen, die in so einer Ausschreibung den Zuschlag bekommen, die werden extra vergütet. Genauso wie eben die kleineren Anlagen, die da noch mit reinfallen in dieses Gesamtdefinitionskonzept von
KWKG. Eine besondere Förderung gibt es dann nochmal für Anlagen, die in Kombination mit erneuerbaren Energien funktionieren, zum Beispiel mit Solarthermie oder eben auch die zum Beispiel mit einer Wärmepumpe zusammen funktionieren. Die haben dann eben nochmal weitere Vorteile. Und das ist schlussendlich alles, was im KWKG zu sagen ist. Es ist ein Gesamtförderkonzept für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, für Anlagen, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen und deswegen eben tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt der Energiewende sind, weil sie dafür sorgen, dass man weniger Brennstoff verbraucht. Habt ihr irgendwelche Fragen zu KWKG? Dann schreibt die in die Kommentare. Hier seht ihr zwei weitere Videos, die wichtig sind, um die Energiewirtschaft einfach zu machen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.